Leute, das war heute mal ein Einblick in einer meiner Trainingseinheiten. Wie gesagt, ich mache das Ganze einfach, um das Boxen ein bisschen zu repräsentieren. Mein Boxen, meinen Stil. Warum? Ja? Ich muss einfach sagen, ich wäre nicht dieser Mensch heute ohne das Boxen. Das Boxen hat mir unfassbar Stärke gegeben. Es hat mir Mut, Selbstvertrauen gegeben. Und es war nicht geschenkt, sondern ich habe mir das knallhart erarbeitet, indem ich immer wieder mich gequält habe, indem ich ganz, ganz viel Einsatz gegeben habe, indem ich Disziplin eingesetzt habe, indem ich mich immer wieder Ängsten gestellt habe. Da wird man nicht fertig, aber wenn man den Schritt nach vorne geht, das ist wie so eine Leiter oder so eine Treppe nach vorne. Und diese Ambitionen, und das kann euch jeder Boxer sagen, der sowas macht, die haben mich so weit in meinem Leben, und darum geht es mir, ja? Die haben mich so weit in meinem Leben gebracht. Ich habe jetzt hier keine Profiboxer, sondern ich habe normale Menschen, die einfach an sich arbeiten wollen, die Ziele haben. Ja? Und darum ging es mir. Ja? Ich habe mir auch überlegt, was soll ich machen? Soll ich irgendwie Profiboxer werden oder sowas? Aber ich habe mich halt einfach entschieden, einfach Menschen zu helfen, Menschen weiterzubringen und ihnen das zu geben, was das Boxen mit mir gemacht hat. Und es ist unfassbar, was ich für eine Resonanz kriege. Die Leute kommen zu mir und sagen, Mensch, du hast mir so geholfen, hast Dinge rausgeholt, wo ich geglaubt habe, das wäre nicht mal möglich, ich schaffe das nicht. Und irgendwie haben wir es doch gepackt. Weil wie gesagt, ihr werdet euch nicht bereit fühlen dafür. Es ist immer Zweifel dabei, aber wir müssen es halt trotzdem durchgehen, machen, anfangen, uns zu glauben mit diesen kleinen Spiegelaffirmationen, mit dem Erfolgsjournal, dass wir uns ein Selbstbewusstsein, dass wir einen Glauben an uns selber aufbauen. Dann natürlich das Training dazu, weil auch das Training ist eine unfassbar große Wirkung auf unseren Kopf, auf unser Mindset. Ihr geht ganz anders in den Tag, wenn ihr trainiert habt in der Früh, ja, und dann habt ihr den Drive, dann habt ihr den Push und alle Hürden werden einfach durchgecrashed. Und wie gesagt, wenn eine Wand ist, dann hauen wir da so lange da durch, bis da ein Loch ist. Natürlich sind wir intelligent, wir können auch drüber steigen, rüber gehen, aber es würde keinen Spaß machen. Deswegen, Leute, egal wo eure Mauer im Leben ist, und hier geht es nicht um mich, sondern hier geht es um euch, da sage ich euch, geht in einen Boxclub, in einen guten Boxclub, wo ihr nicht verprügelt werdet, wo Respekt ist, ja, die gibt es. Wenn das nicht der Fall ist, dreht gleich wieder um und sucht weiter, wo ihr aufgebaut werdet, wo man euch die Technik zeigt, wo man euch locker anfängt, Partnertraining zu machen und später wollt ihr, jeder will mehr, will dann Sparring machen, will dann Gas geben. Und das ist einfach das Boxen und das ist so ein toller Sport. Ich mache das seit 23 Jahren und mir ist es überhaupt nicht langweilig. Eher ist das Ganze noch viel schlimmer geworden. Wie gesagt, ich habe unfassbaren Spaß daran und mir macht es riesen Spaß, immer mit den Leuten, mit meinen Leuten, mit den Mitgliedern, mit dem Personal Training, mit dem Gruppentraining Gas zu geben, an ihren Zielen zu arbeiten. Wie gesagt, meine Aufgabe ist, dass du, wie du hier reinkommst, dass du stärker rausgehst. Das ist mein Job. So, dass du, wenn du hier reinkommst, wirklich stärker Mindset und kraftmäßig rauskommst, das ist meine Aufgabe. Dein Ziel ist mein Ziel und das sollte auch bei jedem Trainer das Ziel sein und das ist einfach das Boxen. Das wird euch, egal in welcher Situation, wird euch das stärken und ich kann euch das nur empfehlen, sucht euch einen tollen Boxclub. Das Boxen, ob es Kickboxen, Thaiboxen ist, das ist dann euer Stil, ich war immer bei den klassischen, ist eine wunderbare Sache, euer Leben besser zu machen. Ihr müsst natürlich Aufwand reinbringen, reinsetzen, Gas geben, Disziplin, weil von einmal Training, das funktioniert beim Boxen nicht. Ja? Da kriegt ihr nur auf die Rübe und dann könnt ihr das Ganze lassen. Aber mit ein bisschen Entschlossenheit, mit vor allem Willen, werdet ihr alles erreichen. Es wird nicht einfach, aber wir können euch den Weg zeigen und dann schaffen wir das zusammen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und vielleicht sehen wir uns mal im Training. Ja? Viel Spaß. Wow.